Über 460 Millionen Coins, das weltbeste Team in FIFA 22 und zum zweiten Mal die Nummer 1 im Transfererlös. Was uns aber viel stolzer macht, unser erfolgreichstes Community-Mitglied Stefan hat über 65 Millionen FIFA-Coins ertradet. Und genau das kannst du auch schaffen. Mit den Elite-Trading-Tipps von FoodPeppy, zeitsparenden Tools und einer motivierenden Community geben wir dir alles mit, was du benötigst, um am Transfermarkt immer einen Schritt voraus zu sein, um deine Münzen kinderleicht zu vermehren. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und du kannst das Angebot 14 Tage lang testen. Wir starten wie immer mit einer neuen UV-Liste in die neue TOTS-Woche. Heute habe ich eine 250k UV-Liste für euch, die ihr wirklich 1:1 nachbauen könnt, und damit herzlich willkommen zum heutigen FIFA 23 Trading-Video. Ihr seht schon hier an meinen Verkäufen, Trading bzw. UV funktioniert zur TOTS-Zeit extrem gut. Vermutlich wird es immer noch den ein oder anderen geben, der sich fragt, warum überteuert Verkaufen so gut funktioniert. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr da etwas skeptisch seid. Hier sind nochmal die Gründe, warum überteuert verkaufen gerade zur TOTS-Zeit eine sehr gute Methode ist, um viele Coins zu machen. Die Liste bauen wir heute zum ersten Mal mit dem neuen UV-Tool von FoodPeppy. Das Tool ist tatsächlich noch besser als das alte. Unter anderem sind die Einkaufspreise aktueller und die Verkaufspreise noch besser. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen mit diesem Tool eine Menge Spaß haben. Die 250k UV-Liste habe ich jetzt hier für die PlayStation bzw. für den Xbox-Markt erstellt. Sie ist aber auch für den PC-Markt umsetzbar. Schaut einfach so ein bisschen auf die Preise, aber in der Regel funktionieren die Listen auch auf dem PC. By the way, schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Liste ich nächste Woche für euch bauen soll mit dem Tool. Geht die Liste von oben nach unten durch. Ihr braucht wirklich 250.000 Coins Startkapital, um die komplette Liste nachbauen zu können. Das Geile an diesem Tool ist, wir haben jetzt hier drin direkt diese Liste erstellt. Heißt, hier seht ihr dann den Einkaufspreis, daneben seht ihr den Startpreis und den Sofortkaufpreis. Wisst also direkt, für welchen Preis die Spieler einkaufen und für welchen sofort für eine Stunde auf dem Transfermarkt anbieten. Und was noch besser ist, der Chemiestil wird direkt daneben angezeigt. Heißt zum Beispiel, den Mann hier kauft ihr jetzt ein, verkauft ihn und am besten mit einem Chemiestil. Das ist aber kein Muss. Aber wenn ihr den mit Enker bekommt, erhöht ihr einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler schneller weggeht. Und so geht jetzt von oben nach unten diese Liste hier durch. Macht das Video gerne auf Pause oder macht euch auch sehr gerne Screenshot, dass ihr ganz entspannt diese 250k UV-Liste nachbauen könnt. Jetzt ist es ja so, dass wir in dem Tool an sich schon diese Listenansicht hier haben. Und normalerweise habe ich euch diese ganzen Listen bzw. diese ganzen Spieler ja nochmal als PDF-Liste zur Verfügung gestellt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr weiterhin diese Liste zum Download haben wollt oder ob euch jetzt diese Listenansicht aus dem Tool direkt reicht. Ihr könnt die Liste jetzt nachbauen. Ich würde die so Richtung Freitag dann auslaufen lassen bzw. erstmal nicht mehr nachkaufen und dann am Freitagabend bzw. am Samstag wieder nachkaufen. Da kriegt ihr die Spieler nämlich wieder günstiger. Aber alles im allem müsst ihr euch nicht zu viele Gedanken um die Einkaufspreise machen, weil es ist einfach so, wir machen ja kein Trading richtig, sondern das ist überteuert verkaufen. Heißt, wir machen so oder so mit den Spielern Gewinn, wenn ihr euch natürlich an die Trading-Regeln haltet. Die Trading-Regeln sind, dass ihr die Liste jede Stunde anbietet, entweder über die Rap-App oder über die Compayor-App, also am Handy. Ihr müsst dafür nicht die Konsole neu starten. Aber sehr wichtig, auch wenn ihr einen Verkauf hattet, geht auf den Transfermarkt, kauft den Spieler wieder nach, damit ihr im Umkehrschluss immer eine volle Liste habt, denn davon lebt UV. Ja, ihr habt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Spieler verkauft. Denkt unbedingt auch an den 18:10-Trick. Heißt, eine Runde um 18:10 Uhr starten, dass sie um 19:10 Uhr, sprich zum 19 Uhr Content ausläuft, und wenn da neuer guter Content kommt, wie zum Beispiel jetzt in den nächsten Tagen, das garantiert Bundesliga TOTS Pack, dann werdet ihr mit der Liste auch sehr viele Verkäufe haben. Das verspreche ich euch. Falls ihr Fragen dazu haben solltet, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten war's das für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schöne Zeit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Seth.